Servus Leute, ich bin's wieder, Michi. Just for Fun LP am Start. Wir zocken Farming Simulator 2. So eine Art Landwirtschaftssimulator. Ich hab's mal gestreamt, falls ihr euch noch erinnert. Ich hab mich ein bisschen ausgestattet mit Frontlader und allem. Und wir wollen jetzt mal gucken, wir wollen mal zum Feld gehen und gucken, ob da vielleicht schon was gemacht werden kann. Es ist nicht LS, also ihr könnt nichts erwarten. Es ist nicht das normale Giants LS. Könnte eine Abklatsche davon sein, aber grafisch ist es eher LS 13, glaube ich zumindest. So, wir fahren jetzt mal zum Feld und gucken mal. Dreschen können wir eigentlich eh nicht, weil es regnet, aber wir werden dann mal ein bisschen hier aufräumen. Wir stehen ein paar Sachen. Und vielleicht nochmal zum Shop rausfahren und gucken, ob man da noch dass man das holen kann. Ja. Das ist unser eines Feld. Sieht noch nicht reif aus. Mal ausstellen, mal gucken. Reif ist da noch nichts. Ich denke, eine Wachstumsstufe dran noch. Ja, ich habe den Drescher halt schon mal hingestellt, nachher, dass wir dann instant anfangen können. Das wird das letzte Video sein 2018. Nachdem nächstes Jahr, also sprich eigentlich schon über... Nein, Quatsch. So. Ja, also auf jeden Fall... Ich melde mich dann wahrscheinlich um 0 Uhr. Wir werden vielleicht sogar streamen, mal gucken, wie ich es reinkriege zeitlich. Aber ich denke, wir werden einen kleinen Stream einleiten. Und vielleicht zocken wir da ein bisschen hier. Können wir ja trashen oder vielleicht ein paar neue Felder kaufen. Warte ich jetzt mal hier rein. Ja, mal gucken. Ich habe natürlich auch so einen kleinen Rasenmäheraufsatz gekauft, ne? Aber ich glaube, dass das nicht so gut funktioniert. Das ist ja so mein kleiner Rasenmähertrecker. Mit dem mäht man Rasen, oder das ist wie zum Beispiel fürs Schiebeschild abholen oder so, aber wirklich machen kann man damit nichts. Ich habe den als Frontladerschlepper eingesetzt und ich glaube mir, das kann man knicken. Du hast sie an sich nicht. Ich bin immer gerade dran hier. Das GPS habe ich auch hier angebracht. Wir könnten natürlich auch Mais ansehen und dann häckseln. So kann ich das doch nicht anbauen. Weil wir den Aufsatz dran haben. Das dadurch vielleicht nicht funktioniert. Unsere Hydraulik umklappt ist. Ja, das funktioniert nicht. Ach komm. Wollen wir mal zum Shop fahren und mal gucken, ob es da nicht vielleicht ein Schiebeschild für die Größe gibt. Verkaufen wir das mal, kaufen uns ein kleineres.
Wenn dann Hoftrecker, dann habe ich da auch gerne ein Schiebeschild für. Und das am besten auch passen sollte. Es wäre echt dämlich, wenn das jetzt nicht irgendwie klappt. Was wir natürlich im Stream auch machen könnten, wir könnten in den Wald fahren, ne? Ja, ein bisschen forsten, das kann man ja auch. Ja, für was brauchen wir eigentlich den Flug? Ich muss mal ein bisschen bremsen. Es kann dieser Winter werden in diesem Spiel und das ist irgendwie schon ein geiler Unterschied im Gegensatz zu LS. Scheiße, weil das 19 hier wird's Winter. Mein Plan ist ja, dass wir tatsächlich aus dem Getrosch und dem Stroh die ersten Ballen machen und die dann verkaufen. Ich schau mir das gleich nochmal an, wo es geht, aber ich glaube, dass das irgendwo da hinten war. Das müsste gehen. Ja, auch ein kleines Dorf. Man hat nicht wirklich viel auf dieser Karte. Ihr seht gerade, wir haben da noch eine Molkerei und da müsste Livestock Yard. Da müsste man das verkaufen. Da müsste man das auch verkaufen können. Kann man da nur verkaufen. Aber hier müsste Stroh verkauft sein. Ich weiß es aber nicht. Machen Sie mal. Man kann sogar bei ihm kaufen. Ich weiß es nicht mehr. Ja, sonst kriegen wir nicht, dann kann man da raus aufgeben. Okay. Ich wusste gar nicht, dass man da einkaufen kann. Aber es kommen ja auch regelmäßig neue Updates. Also. Das ist so ein Spiel, das wird noch gepatcht. Was ist hier? Genau, ja, Verkaufsinn. Das Einzige, was noch kacke ist, ist die Steuerung. Ich muss in der Mitte vom Touchscreen. Ja, ich denke, das kommt hier Gras. Gras oder vielleicht tatsächlich Stroh, ich weiß es auch nicht. Das ist so kacke, die Steuerung. Ja, ich glaube, dass man hier Gras reinlegen kann. Interessant, wenn der Dreck ganz weg ist, verschwunden. Tja, das ist manchmal echt geholfen. Und dann hier drüben kann man dann gleich Holz verkaufen. Das Spiel ist tatsächlich nicht in der Endphase, weil es ist noch sehr viel verbuggt. Und funktioniert eigentlich so überhaupt nicht. Man kann manchmal das Holz einfach nicht ausbezahlt bekommen. Also es funktioniert manchmal irgendwie gar nicht. Ich weiß halt nicht, woran es liegt. Ne? Können wir uns hier mal gerade noch die Molkerei angucken. Auch hier waren kleine Wiesenflächen. Hier kann man, jetzt macht der Autosave.
Hier kann man seine Milch loswerden. In dem Symbol. Gut, da kann man das auch nicht machen. Sieht schon geil aus, die Sonne durch so ein Gewitterwolken. Frontdeckel, keine Ahnung. Das ist schon klinken. Ich muss echt sagen, das Spiel läuft auf dem S9 fast noch besser als auf dem S7. Da werden wir noch mal in der Spiel ein Schild gucken. Da können wir gleich rein. Ich weiß nicht, ob man das da nicht verändern kann, ne? Das geht nicht. Nicht. Das geht nicht. Ja, dann wenn wir mal gucken. Ein Auto bräuchten wir eigentlich nur noch, ne? Wir haben noch minimale Funktionen. Das ist tatsächlich richtig nice. Kann man sich so einen kleinen Truck noch kaufen? Nicht so geil. Selber nicht gesagt. Ja, ich weiß nicht, ne, eigentlich. Eigentlich bräuchten wir fast schon so einen Truck noch. So, das Auto ist ein geiler. Das ist. Hat schon was. Wir brauchen aber eigentlich eher einen stärkeren. Ja. Falls wir mal. Falls wir mal. Das kommt. Oder nicht. Keine Ahnung, das ist aber ein starkes Leopard, das. Mit dem man das machen kann. Aber wenn man sich das hat, dann überlegt. Okay, dann. Überlege ich, ob ich tatsächlich mal was bräuchte. Aber kein Flug, wir haben den Gritter. Das mit der Bodenbearbeitung ist ja auch ein bisschen tricky. Bin ich ehrlich zu. Der Hexer könnte ich vielleicht bauen. Das ist ein Heu- oder Grashexer. Ja, das brauchen wir jetzt auch nicht. Was ich vielleicht nicht bräuchte, wäre. Ja, wäre so ein kleines Meter oder so. Den habe ich mir wirklich auch gekauft, super Teil. Es gibt sogar so einen Schwarzfaden, ja. Oder für die, die es klassisch wollen, dann ist das ein anderer. Das ist ja nice. Das ist ein Mais, gibt es. Ein Häcksler. Und das ist meine Presse, ich habe sie in diesem. Dann hier mit, was ich zu meinem Holzschlepper, ne, der die Presse auch ziehen wird. Ja. Ah, warte mal. Ich hatte noch überlegt, die Schwader zu kaufen. Um eventuell die Schwaden ein bisschen kleiner zu machen. Aber wir sollten erst bei der ersten Presse sehen, wie das funktioniert, weil dann. Kann man unter Umständen dann noch dran peitschen. Also, wir können jetzt hier erstmal gar nichts ändern. Ne? Das Schild passt irgendwie nicht. Sprich, ich bin schon Schlepper einfach kleiner, aber. Ich meine natürlich leiser. Ja, ich bin mir so kaputt. Also, ihr seht schon, das Spiel ist einfach easy gemacht, weil die Texturen laden teilweise auch erst nach, wenn du dich näherst. Aber für einen Handy-Simulator ist es, denke ich mal, auf jeden Fall eine gute Alternative zu Giants. Ich will mal gucken, was es so ein Feld kostet. Ich hatte dann nämlich. Na gut, aber nicht so großes Feld.
Ja, Feld 7 ist ja komplett meins, ne? Das ist das, wo aktuell Weizen drauf wächst. Naja, also Felder dürften erstmal reichen. Ja, meint großes. Wenn man das ganz gut düngt. Was ich jetzt noch nicht gemacht habe bei meinem Ertrag. Ich denke, dann kommt da auch richtig gut was raus. Ja, ihr dürft euch übrigens zugbezogen tatsächlich wieder auf etwas freuen. Ich habe mal angekündigt, auf Instagram es wird Bahnvideos geben. Und ja, ich habe tatsächlich Bahnvideos gedreht. Muss sie allerdings noch bearbeiten. Sie werden kommen, wann ich sie hochladen kann, weiß ich nicht. Also es steht noch kein Datum fest. Haltet einfach mal die Augen offen. Vielleicht werdet ihr in den Benachrichtigungen sehen, dass ich das hochgeladen habe. Ich hoffe, dass ich es Anfang nächstes Jahr, also quasi Anfang 2019, jetzt noch hinbekomme. Sonst denke ich, wird es Mitte 2019, so Frühling oder Sommer. Weil ich muss das bearbeiten und ich muss meine Aufnahme rumprogrammieren. Boah, das war ein geiler Drift. Der Drift Tractor, Alter. Die Frage, kriegen wir in der Halle überhaupt alles runter? So schlimm, kriegen wir da hin. Das geht schon. Das will ich fast nicht riskieren. Der Anhänger eignet sich ganz gut zum Ballentransport. Ich habe geparkt wie eine Frau, ich weiß, aber mein Gott, das interessiert doch eh keinen, oder? Interessiert es euch? Ich kann die Tür nicht benutzen, weißt du, ich muss an der großen Halle raus. Nö. Da habe ich übrigens meinen Getreideanhänger gepackt. Ich wollte Getreide wegbringen, habe dann allerdings bemerkt, dass es ja überhaupt nicht genug Getreide ist. Dass sich das nicht lohnt. Dann habe ich gesagt, nee, vergiss es. Das machen wir nicht. Dann habe ich es halt gelassen. Ja, ich denke, wir beenden das Video dann auch. Ich habe eigentlich alles gesagt, was ich jetzt wieder sagen wollte für heute. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr mehr von diesem Spiel sehen wollt, lasst ein Like da. Es ist eigentlich gar nichts geplant diesbezüglich, weil, wie gesagt, es geht um Eisenbahn. Und wenn ihr wollt, dass ich natürlich mehr davon mache, dann lasst einfach ein Like da. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.